kann man Krebs aus dem Weg gehen? Und das ist wirklich wörtlich gemeint, wirklich aus dem Weg gehen. Ist das eine Möglichkeit, ein Modell, was einerseits die Ursachen erklärt und andererseits auch den Hinweis darauf gibt, wie man mit einer solch schweren Erkrankung umgehen kann? Das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Josef, der Ausgangspunkt deiner Forschungsarbeit und dessen, was wir heute besprechen wollen, ist ein, ja, ich sag mal, sehr persönliches, privates Erlebnis innerhalb der eigenen Familie gewesen. Was war so der Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat? Ja, das ist so. Erstmal, Michael, darf ich mich recht herzlich bedanken für die Einladung und vor allem, dass du das moderierst. Das ist ja kein einfaches Thema. Der Stein des Anstoßes war eigentlich die Krebserkrankung von meinem Schwiegervater, der 1990 an Krebs gestorben ist. Also es ist schon einige Weile zurück. Ich bin da irgendwie nicht zurechtgekommen. Ich musste hilflos zuschauen und das passt mir eigentlich nicht. Als Maschinenbauer bist du eigentlich immer in Action und damit bin ich irgendwie auf Abseitsgleis gestellt worden. Und ich konnte aber auch nichts machen. Die Ärzte haben wirklich alles gemacht, was sie eigentlich zur damaligen Zeit wussten. Aber ich konnte es nicht verstehen, warum, wenn man auch andere Familien dann anschaut, was sie später gemacht hat, warum es immer eine einzelne Person raus erwischt an Krebs. Also das hat mir eigentlich ganz komplett aus dem Konzept gebracht. Sie müssen sich vorstellen, das war der kräftige Mann und dann schmeißt das Ding so kurzfristig aus die Bahn. Und das passiert ja bei anderen Familien genauso. Dann habe ich mir geschworen, wenn mir irgendwas mal einfällt, werde ich alles tun, um dies zumindest zu minimieren. Ob ich es lösen kann, das wusste ich auch nicht und das weiß ich heute noch nicht. Daraufhin habe ich eigentlich viele Sachen versucht, wie geopathische Anwendungen oder geopathische Einflüsse, magnetische Einflüsse. Ich habe mich befasst mit einem Professor, der hat sich befasst mit den Kirchen, wie so Kathedralen oder Doms, wie man die aufbaut, wie diese Energieformen zusammengezogen sind. Aber ich bin nicht auf die Lösung gekommen und das wusste eigentlich nicht, wie ich mit dem ganzen Ding umgehen sollte. Ich habe das dann auch längere Zeit liegen lassen. Dann, ich arbeite ja sehr viel mit Wasser. Und irgendwann kam mir die Idee, oder beziehungsweise an den Wasserformen, wie was sonst auch im Wasser passiert, auch in der Natur draußen, was macht das Wasser kaputt? Und dann bin ich immer weiter darauf eingestiegen, was ist da passiert, warum ist das Wasser so speziell für den Menschen? Und das habe ich natürlich zusammengestellt und habe das wissenschaftlich richtig untersucht. Deswegen ist auch dieser Beitrag nicht ein emotionaler Beitrag, sondern ein richtiger, wie soll ich sagen, ein technischer Beitrag ohne Emotionen. Wenn der Ausgangspunkt die Erkrankung damals gewesen ist von deinem Schwiegervater, wo du dann festgestellt hast, in welch einer Geschwindigkeit ein kräftiger Statur, starker, an sich gesunder Mensch dann zusammengeprügelt wird von dieser Erkrankung. Was war der Hinweis, dass du auf die Idee gekommen bist, dass das etwas von außen gewesen ist? Ja, weil das ist wie wenn du du musst dir vorstellen, in der Familie, er hat dieselbe Ernährung, er hat dasselbe Umfeld, er hat alles das Gleiche. Immer wird nur einer rausgepickt. Und das ist irgendwie anders. Also bei einer anderen Erkrankung, einer Epidemie, da erwischt es immer mehr Umfeld. Ja. Aber es wird immer der Einzelne rausgepickt. Und das hat mich damals stutzig gemacht, dass das nicht so sein kann. Und bin dann später auf das Thema, weil das Wasser zerstört wird an der einzelnen Person. Dann pickt es ihn raus. Das heißt aber, und dann gehen wir gleich in die wirklich nicht ganz leichte Erklärung dieses ganzen Phänomens ein. Das heißt aber, dass es nicht etwas ist, was in irgendeiner Weise, ich sag mal, quasi auf der vererbbaren Schiene liegt. Und naja, Josef, es gibt Personen, und das ist etwas, was auch heutzutage regelrecht mit PR dann auch nochmal
unterstützt und untermalt wird. Die vertreten die Auffassung, wenn mein Vater oder meine Mutter die oder jene Erkrankung haben, bis hin zu völlig idiotischen Veranstaltungen, dass ich prominente Schauspielerinnen die Brüste abnehmen lassen, weil die Mutter Brustkrebs hat, das ist ein kompletter Bullshit. Es ist aber erklärbar, warum das dann so ist. Aber man muss es technisch verfolgen. Ja, wenn es denn dann so wäre. Die hat sich das prophylaktisch abnehmen lassen. Ja, das lassen. Prophylaktisch abnehmen. Ja. Das ist schon klar. Aber dass es nicht richtig war, stellt sich auch heraus. Ja. Und deswegen möchte ich auch nur beim Technischen bleiben, sodass jeder den Krebs begreift. Und wenn er ihn begriffen hat, kann er ihn aus dem Weg gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aus dem Weg gehen. Und deswegen muss man beim Technischen bleiben. Alles klar. Schieß los, Josef. Man muss sagen, wenn wir das anschauen, Krebs entsteht durch die Einwirkung von ionisierenden Strahlen. Das muss man, um dem Laien auch das zu erklären, ionisierende Strahlen sind, wenn man das Große nimmt, ein Kernkraftwerkunfall. Mhm. Das sind ionisierende Strahlen. Also Radioaktivität. Radioaktivität. Ja. Diese Radioaktivität erzeugt immer nur Leukämie. Warum nur Leukämie? Ist aus dem einen Grund, weil es von der Größe zusammenhängt. Und zwar, die Größe ist dann ausschlaggebend für dem, was dann wirklich daraus geschieht. Wenn wir uns den Verlauf anschauen, sie verwirbeln und zerstören das Wasser der Luft, der Pflanzen und der Lebewesen. Das heißt, diese Reaktoren, die ionisierenden Strahlen, zerstören das Wasser. Was optimal wäre, dabei wird die hexagonale Form des Wassers zerstört, und zwar die Urform, die Lebensform, die Struktur. Man nennt es diese hexagonale Struktur. Die hexagonale Struktur ist eine unser Leben. Es ist wie die, wenn man sagt, wie eine Bienenwabe, weil es immer diese 60-Grad-Winkel hat. Und diese sind optimal und das lässt auch keine ionisierten Strahlen durch. Wenn wir uns aber das mal anschauen. Also wenn ich diese Struktur habe, bin ich auf der sicheren Seite. In dem Moment, wo die Struktur zerstört wird, fängt die Anfälligkeit an. Genau, und in dem Moment zerlegt sie es auseinander. Ja. Das ist klar. Das Wasser ist ein Spielpartner für elektrisch-magnetische Einflüsse. Dabei entstehen ionisierende Wirbel. Und das ist praktisch der Kernkraftwerkunfall in kleiner Form. Mhm. Diese Wirbel sind ungefähr im Schnitt von der meisten, sind ungefähr bei 80 cm und 1 Meter Durchmesser. Du musst dir vorstellen, es ist wie ein Röntgenstrahler. Ein Röntgenstrahler, der etwa einen Durchmesser hat von 80, 90 cm. Er kann wesentlich größer sein und kann auch kleiner sein. In diesem Wirbel verdichten sich die ionisierenden Strahlen. Das heißt, es wird wie ein Brennglas. Wenn die Person einen Wirbel drauf hat, brennt es ihm praktisch nicht ein Loch rein oder beziehungsweise es zerlegt das Gewebe. Und dann habe ich genau das Gleiche wie beim Kernkraftwerkunfall. Nicht in der großen Fläche, sondern drauf gebrannt auf einen Punkt. Ja. Und deswegen ist es Rauchstechen also. Jetzt hast du gesagt, einen Wirbel drauf haben. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das etwas, was quasi durch den Körper durchläuft? Es läuft durch den Körper durch und beziehungsweise normalerweise erwischt es die meisten beim Liegen. Wir haben ja heute das Thema Brustkrebs. Wir werden uns auf den Brustkrebs beschränken, weil er die größte Vielfalt nach sich zieht. Also das ist eigentlich sehr, sehr problematisch, was da entsteht bei dem. Um das außen zu verstehen, als ich wirklich fast tausende, muss ich sagen, Leute vermessen habe und auch in den Plätzen war, war mir immer wieder klar, dass das nur sein kann. Es ist nur dieses eine, was entstanden ist. Trotzdem muss die hergehen und muss man erst einmal Literatur holen, welche Wissenschaftler schon gegeben hat, die eigentlich an dem Problem schon gearbeitet haben. Ich bin ja nicht der Erste und der Einzige. Und das geht schon seit vielen Jahrzehnten. Das geht seit vielen Jahrzehnten, die eigentliche Lösung, der Lösungsansatz, hatten Wissenschaftler vor dieser Zeit eine, und zwar, wenn wir anschauen, den Alexander Schrödinger. Der hat 1933 den Nobelpreis für Physik gekriegt. Er schreibt grundsätzlich, Leben ist Ordnung. Man kann sich nicht viel darunter vorstellen. Und er bringt es auf den Punkt, obwohl er mit der Radioaktivität damals noch nichts zu tun gehabt hat. Und zwar, um überhaupt leben zu können,
muss der Mensch von außen Ordnung annehmen. Wir glauben immer, wenn wir essen, oder wenn, das ist schon gut, wenn ihr ein gutes Essen habt, das ist ein gutes Trinken, spielt, ist ja in Ordnung. Aber wir werden von außen gesteuert. Und das hat er damals schon festgestellt. Ein anderes Wort für Ordnung ist Struktur. Das ist diese Strukturform, wo er damals schon festgestellt hat. Dann, und Struktur wird dargestellt und Geometrie, und geometrische Formen sind Ordnung. Und hier haben wir das größte Chaos. Der Wirbel zerstört die Ordnung und die geometrische Form von außen. Wenn wir sagen, er stört von außen, geht es natürlich auch nach innen. Und da hat ein anderer Nobelpreisträger das ziemlich auf den Punkt gebracht. Und zwar, er schreibt, die Zelle ist unsterblich. Er hat recht. Mhm. Und zwar, das war der Alexis Carrel. Und er hat 1912 den Nobelpreis dafür gekriegt. Und er schreibt, es ist nur die Flüssigkeit, die sie umgibt, die degeneriert. Erneuere diese Flüssigkeit regelmäßig. Gib der Zelle, was sie für ihre Ernährung braucht. Und der Fluss des Lebens könnte für alle Zeiten weitergehen. Das heißt, er spricht genau das an, dass dieses Zellzwischenwasser, diese Zerstörung, die hat er da genau angesprochen, natürlich wesentlich. Was er jetzt hier so ganz nebenbei auch noch mit anspricht, ist das Thema Alterung. Ja, sicher, dann in der Form, sicher, das ist ja genau drin. Ja, genau die Alterung mit dabei. Ist es. Das hat er damals eigentlich gemeint, eher als wir dieses Thema, was wir heute haben mit dem Krebs. Je höher der Ordnungsgrad im Zellwasser, desto besser ist die Zelle in der Lage, ihre Stoffwechselreste zu beseitigen. Das heißt, wenn ich sie komplett beseitige, ist die Zelle unsterblich. Was uns aber hier passiert ist, im Wirbel degeneriert die Flüssigkeit der Zelle, dabei fällt die Zellspannung von 70 mV normal etwa auf unter 35 und wird praktisch zu dieser Krebszelle. Um dies nochmal darzustellen, warum ich da so weiß, dass das auf diesen Punkt von der Radioaktivität kommt. Denn du hast praktisch einen Kernkraftwerkunfall, das ist klar, eine große Radioaktivität. Und du kannst auch noch einen Lungenkrebs kriegen über Radon. Wenn du Radongas hast, das haben wir im Bayerischen Wald oft, dass zum Beispiel die Betonplatte reißt und das Radongas durchgeht oder Radongas in sich in der Senke hält, weil es ja schwerer ist, und du atmest es ein. Und damit kannst du auch einen Lungenkrebs kriegen. Das ist auch möglich. Alle anderen Faktoren klammert man momentan aus. Und das, was jetzt das Besondere auch an deiner Forschung, basierend auf diesen Wissenschaftlern ist diese Erkenntnis, dass dieser Wirbel etwas ist, den ich mir, du hast das so ganz nebenbei schon darauf hingewiesen, weil du sagst, du hast die Plätze vermessen. Ja. Also das bedeutet, wo die Leute schlafen oder wo sie arbeiten, wo sie also viele, viele Stunden des Tages letztendlich verbringen. Und da an diesen Plätzen kann man spezifisch Dinge feststellen? Richtig. Ja. Man kann es direkt an den Plätzen feststellen, man kann es auch an der Person feststellen. Wir werden das ja noch sehen. Ja. Und wir bleiben aber beim Schlafen, weil der Brustkrebs beim Schlafen kommt. Ja. Also weil der Brustkrebs diese Vielfalt hat, sonst kommen wir zu weit auseinander. Aber wenn du den Brustkrebs verstanden hast, verstehst du auch die anderen. Ich konnte aber mit dem eigentlich noch nicht rausgehen in die Öffentlichkeit, obwohl es eigentlich wirklich beweisbar ist. Obwohl die Wissenschaftler das gemacht haben oder beziehungsweise schon nachgemessen haben. Ich bin dann hergegangen und habe mit einem Physiker nochmal gesprochen und habe gesagt, ich habe ihm das erklärt mit diesem Wirbel. Und er hat gesagt, ja, wenn das so ist, wie Sie das sagen, dann kann man das messen. Ich sage, das will ich eigentlich. Ich will es ja beweisen und messen, dass es das gibt, weil diesen Wirbel kennt ja niemand. Mhm. Ich habe dann ein Institut gesagt, ich habe dann angerufen bei dem Institut. Zuerst war es ein bisschen verhalten, weil sowas ist klar, da kommt irgendein Spinner und, und er will da irgendwas vermessen haben, das es vielleicht gar nicht gibt. Er sagt, wenn es das so ist, wie Sie sagen, kommen Sie her, machen wir erst einmal eine Vorbesprechung, ob wir die Messung überhaupt machen. Dann bin ich hingefahren, habe das nochmal erklärt. Dann hat er gesagt, ja, wir bräuchten den Wirbel in der Nähe. Also das ist kein Problem, weil es fast kein Haus mehr gibt, ohne diesen Wirbel. Und ich sagte, bei einer großen Fläche findet man mindestens ein paar. Dann habe ich mal in so einen Raum das Ding gesucht und habe einen gefunden mit einem Meter Durchmesser. Da habe ich gesagt, vermisst den, außer ihr braucht einen anderen noch, der findet bestimmt noch einen. Sagt er, der passt eigentlich, weil man dann die Gegenmessung auch gleich machen kann. Also sie haben in einen
größeren Raum gewesen und du hast die Messungen sowieso gemacht. Siehst du den oder ermisst du den? Ich muss ihn messen. Also du musst ihn messen, also ich bin nicht hellsichtig oder irgend sowas, sondern du misst den ganz. Bei mir heißt begreifen, das kann ich begreifen. Verstehe. Glauben tue ich nichts mehr. Ja. Das ist nicht mehr möglich, weil was da eigentlich rumschwirrt, ist nicht annehmbar. Und ich habe gesagt, die sollen das dann zusammenschreiben, sodass ich es auch einem Laien erklären kann, ohne diesen großen Aufwand. Da hat er gesagt, okay, das können wir machen. Dann schaut am Messaufbau bei denen so aus. Das ist eine magnetische Flussdichte, nennen die das. Mhm. Und zwar, dass das ionisierende Strahlen erzeugt. Der Messplatz ist ungefähr 0,5 mal 0,5 Meter, so ein Stückchen. Das ist ein Tesla-Meter ist das Gelbe, der Datenlocker ist das Graue. Und die Messraster sind 11 mal 11, das sind 121 Messpunkte auf diesen halben Quadratmeter. Ja. Dann hat er gesagt, stellst du ihn drauf und stellst dann das Gegen hin und dann passt das schon. Dann kann man das messen. Die haben ja aber eine Vormessung gemacht, bevor sie es auch gemacht haben, weil es kostet ja alles Geld und danach brauchst du ja entweder Ergebnis. Und die haben den Auftrag dann auch angenommen und es ist auch was rausgekommen. Und zwar, die haben dann das so dargestellt, wie eine Wanderkarte. Wenn Sie sich das anschauen, das ist diese steilen Gradienten, das ist wie wenn das in ein Gebirge raufgeht, und diese flache, moderaten Anstieg, das sind die sogenannten Höhenlinien. Und der hat das eingezeichnet, dass das Rote ist praktisch der Wirbel, also die Vermessung vom Wirbel, und rechts ist das im Raum, also da ist ganz normal, wie wir auch hier, also mit den ganzen Belastungen, Handymöglichkeiten radioaktive Strahlungen zum Teil. Hier hast du einen moderaten Anstieg und hier hast du auch nur ein Feld, das nur ein Drittel diesen Schwankungen unterliegt. Während du hier im Wirbel einen extremen Anstieg hast. Und dieser extreme Anstieg ist diese große Schwierigkeit von dem Ganzen. Aber was er noch sagt, du musst das so erklären. Der hat mir es ja erklärt, dass es allein wieder weiter sagen kann, du bist hier auf Meeresebene bei der unteren Ebene und das andere wäre Hochgebirge. Du kannst überall leben, du kannst auf der Meeresebene leben, du kannst in der Mitte leben, das spielt alles keine Rolle. Bloß, wenn du innerhalb ein paar Sekunden von der Meeresebene rauf zur Gipfelspitze und wieder runter und wieder rauf und wieder runter, das hält kein lebender Organismus aus. Also die Ebenen an sich sind kein unproblematisch. Problem. Nee, die haben wir ja mir auch da. Das ist ja, ist schon klar. Aber der Wandel ist extrem. Und die Geschwindigkeit des dauernden Wechsels. Das ist eigentlich das, was dann den lebenden Organismus komplett aus der Bahn bringt. Ja. Nee, dann hat er auch das bewiesen, wie das funktioniert. Und dann hat er mir auch das Bild noch gegeben, und zwar unter den anderen Bildern, ist die magnetische Flussdichte, und zwar ist links der Bereich des Wirbels, immer diese halben Meter. Und wenn man das sieht, da hat man hier die ganze Bandbreite, also die ganzen Farbspiele. Ja. Während du hier ein Farbspiel bloß ein Drittel hast und ganz moderat und ganz weich. Du musst dir ja vorstellen, diese extreme Spitze kann in ein paar Sekunden da drüben sein. Und da haben wir dann das Wandern, von dem du vorhin gesprochen hast. Genau, dieses Wandern eigentlich, was dem kaputt macht. Ja. Und damit habe ich den Wirbel auch messtechnisch erfassen können, beziehungsweise erfassen lassen. Und kann damit auch mit dem Wirbel als Gespräch nach außen gehen. Weil das kann keiner verstehen, wenn das noch weiter auseinandergelegt wird. Aber den Wirbel kann alleine nachvollziehen. Also was du ja hier mit einem ganz klassischen Messverfahren unter Beweis gestellt hast, ist, dass es signifikante Unterschiede gibt, ob der Bereich belastet oder unbelastet ist. Richtig, genau. Das ist also das kann man... Und damit... Etwas mitten in dem Raum, das könnte hier auch der Fall sein. Ja, selbstverständlich. Sind in der Ecke irgendetwas oder hier oder wo auch immer spezifisch anderes ist als im Rest des Raums. Ja, der könnte theoretisch dastehen, bloß du merkst es gar nicht. Ja. Und damit hat der Wirbel wieder ein Bild, so wie ich ihn eigentlich vorher schon vermessen habe, weil ich ihn ja vermessen kann. Und im Wirbel verdichten sich die ionisierten Strahlen, das haben wir ja schon gehabt. Jetzt haben wir den Schlafplatz. Genau, jetzt ist der Schlafplatz. Alle Materie wird von dem Wirbel durchdrungen. Und das hat auch Max Planck schon gehabt mit seinen Wirkungsquanten. Er hat ja damals den Nobelpreis gekriegt für die kleinste bewusstseinstragende Einheit, die durch alle Atome durchgeht. Und genau das haben wir hier.
Also dem Wirbel ist es egal, ob sie eine Betondecke haben, vom 5 Meter, der geht da durch, der spürt da keinen Widerstand. Und vom Menschen schon gar nicht, aber er spielt mit diesem Wasser. Und dieses Wasser spielt er kaputt. Also du kannst dich auch mit irgendwelchen, wie du schon sagst, mit irgendwelchen Beton- oder Eisenplatten oder sonst sowas überhaupt nicht abschirmen. Das ist nicht möglich. Das ist völlig wurscht. Also der geht durch. Der geht durch, genau. Der ist nicht haltbar, das ist nicht möglich. Ich erkläre nochmal den Wirbel, wie er funktioniert, und dann kommen wir rein in den Brustkrebs, damit man auch das Thema. Aber es ist einfach wichtig, die Technik vorher zu wissen. Wir gehen ja sehr emotionslos ran. Und zwar, er wirkt longitudinal, das heißt so, er wirkt transversal, er dreht sie, zentripetal, weil er nach innen eine die ganze Kraft verfestigt. Sind die ionisierenden Strahlen, die sind radioaktiv, und in der Wellenform einer DNA, oder wie ein Mehrfachhelix. Das ist eine Mehrfachhelix, genau. Ja. Und zwar, das Auftreffen am Körper kann dadurch rund als auch oval sein. Das könnte rund auftreffen und es könnte oval auftreffen. Oder wie so ein Ellipsen. Wie es ihnen momentan in der Höhe ist, weil der geht ja hoch. Nur in dem Bereich, wo er auftrifft, degeneriert das Wasser im Körper über Zeitraum von Jahren, nicht von heute auf morgen. Das Zentrum der Zelle beginnt vom Wirbelzentrum nach außen. Das heißt, dass der Tumor immer von der Mitte beginnt. Deswegen ist auch der Ausdruck, der Krebs hat gestreut, richtig. Weil er eigentlich vom Zentrum, vom Verbrennzentrum immer weiter nach außen geht. So wie er dann eigentlich schraubt nach außen. Und es ist auch klar, dass das etwas ist, was nicht über Nacht passiert, sondern ein Prozess ist. Das ist ein Prozess. Ja, das ist ein Prozess. Sicher. Nur wenn du, wir haben eben den Schlafplatz gesehen, wenn du natürlich bei einem belasteten Schlafplatz hast, dann hast du natürlich diese Dauerbelastung ebenfalls im Zweifelsfall über Jahre. Eben, das ist ja das. Also man kann es ziemlich genau sagen, wann man es überhaupt messen kann. Ja. Was man auch dazu sagen muss, deswegen fallen da auch die Kinder mehr in Leukämie, weil für den ist der Wirbel größer. Deswegen hast du mit Kindern viel mehr im Leukämiebereich, während der Erwachsene einen größeren Wirbel braucht, um die Leukämie zu haben. Das ist das, weil es eigentlich dann in die Größe reinkommt. Ja. Das wollte ich bloß noch kurz erwähnen. Wenn man da in den Brustkrebs eingeht, das ist klar, die Metastasen breiten sich vom Wirbelzentrum nach außen aus. Und hier wird es eigentlich kompliziert vom Verlauf her. Und spannend zugleich, das ist klar. Das Herz als milieu-regulierendes Element, so ist einer geschrieben, kein Durchdringen der ionisierenden Strahlen. Man sieht hier diesen Wirbel, das ist klar, man sieht hier die Brust, man sieht hier das Herz. Und das Herz ist ausschlaggebend. Und zwar, das Herz pulsiert. Und es pulsiert das Blut praktisch in die Lunge, wieder zurück und in den Körper. Und in der Pulsation wird die Flüssigkeit oder beziehungsweise das Herz selbst ist hexagonal, diese Flüssigkeit, und baut die Flüssigkeit oder beziehungsweise das Blut wieder zum hexagonalen Stand auf. Das heißt, dass das Potenzial, das den Sauerstoff aufnehmen kann, erhöht wird. In der hexagonalen Ebene kannst du viel mehr Sauerstoff speichern. Ich muss es so erklären, wenn wir zum Beispiel ein Glas haben oder zwei Gläser, hier haben Sie das ganz normale Wasser, Sie haben den Sauerstoff drüber, Sie bringen ein bisschen was rein, Sie haben das zweite Glas und das Wasser machen Sie beziehungsweise hexagonal. In dem Moment haben Sie um 44% mehr Sauerstoff in dem Wasser. Also das ist wie ein Potenzial, das es anzieht. Und dieses Hexagonale ist so, dass es um das Herz ein Feld aufbaut, ein sogenanntes hexagonales Feld. Deshalb ist es technisch unmöglich, einen Herzkrebs zu kriegen, weil die hexagonale Feld es nicht zulässt. Deswegen hast du auch... Du hast eine Erklärung dafür, warum es das auch medizinisch faktisch nicht gibt, dass du... Es gibt medizinisch ja nicht, aber es ist technisch ja nicht möglich. Gut, aber das ist jetzt die Erklärung dafür, dass es medizinisch das nicht gibt. Ja, der kann nicht, nicht gehen. Und deswegen hast du auch beim Brustkrebs außen praktisch, wenn man die Statistik glauben kann, über 55% in der Außenfläche und der Rest praktisch auf die gesamte Brust verteilt. Das ist
Fakt. Aber das nochmal zu erklären mit dem hexagonalen Wasser und der hexagonalen Flüssigkeit, ich kann es ja im Wasser nur beweisen. Ich kann es ja im Körper ja nicht beweisen, obwohl es genauso gehandhabt wird. Die Struktur des Wassers ist entscheidend. Wir haben oben das ganz normale Wasser, das sind verschiedene Institute, die Messungen gemacht haben, dass man sagt, pass auf, man bereitet es kurz hexagonal auf. Das ist möglich. Innerhalb ein paar Sekunden, so wie das Herz macht, kann man es auch im Wasser machen. Und dann sieht man ja schon, dass das immer dasselbe Wasser eine ganz andere Bildstruktur ergibt. Das ist die physikalisch perfekte Struktur des Wassers. Das sind die regelmäßigen Kristallgestalten, diese 60-Grad-Winkel sind. Und dabei ist es erwiesen, beziehungsweise das haben wir ja oft durchgemessen, beziehungsweise messen lassen, weil ich kann es ja nicht messen, der Sauerstoffgehalt erhöht sich beim Wasser um 44%. Bloß von dem Unterschied auf normal, auf hexagonal. Und das lässt keine ionisierten Strahlen durch. Und das Herz macht das. Deswegen ist es nicht möglich, dass er da durchkommt. Wenn wir weiterschauen, die Belastung durch den Wirbel zeichnet sich im Feld ab. Das heißt, heraus, weil wir wissen ja, dass dieser Strahl ja von außen kommt. Da, wenn wir das anschauen, wir haben die liegende, den betroffenen Bereich liegend. Wenn die Frau, in dem Fall bleiben wir bei der Frau, weil wir ja, wenn wir Brustkrebs machen, wenn die aufsteht, ist das Feld, nimmt die das mit. Das heißt, die Feldlänge, das ist das Gestörte, nimmt die Frau mit. Das, was sie in der Nacht quasi... Genau, was sie abzeichnet, auf, diese, ja. Zerstörung, das, diese Zerstörung, das behält sie. Behält sie mit. Also das nimmt sie mit. Der Wirbel stört das Feld des Körpers. Im Feld der Person verfestigt und sammelt sich die Belastung durch den Wirbel. Das ist im Feld messbar. Das ist auch dieses, was wir eine von den anderen messen haben lassen. Das ist im Feld am Körper noch messbar. Das heißt, du trägst dann in dem Moment, wo du aufstehst, das quasi wie so eine durchstochene Lanze vor dir. Und auch nach hinten. Das meinte ich ja mit durchstochen, also auch nach hinten. Auch nach hinten. Und mit in der Mitte wird halt das Wasser kaputt gemacht. Um das noch ein bisschen zu erläutern, erkenne den schleichenden Prozess. Der merkt das normal gar nicht. Also die wenigsten merken das. Es beginnt meistens mit einem Kraftverlust. Da ist der Wirbel vielleicht einmal einen Meter lang, wenn man den misst. Kann aber der Mediziner nicht messen, weil da keine Zerstörung da ist. Er kann es auch nicht bei der Erschöpfung messen, was ich unter Erschöpfung bezeichne. Er kann es erst messen, wenn die Ängste kommen, wenn das Ding schon 4 Meter lang ist. Das heißt, der Aufbau von dem Wirbel ist schon 4 Meter lang und dann beginnt erst die Zerstörung. Praktisch, da wo man die messbare Änderung, die sichtbare Änderung von dem Gewebe. Was man mit dazu nehmen muss, ist, das größte Problem haben nicht die Frauen mit dem Brustkrebs, denn das Ding geht ja noch weiter. Die größte Probleme haben die Jugendlichen, Jugendmädel oder Männer oder Buben, weil der Wirbel weitergeht. Man sieht das nicht. Wenn man das anschaut, er geht wesentlich weiter noch. Und das Thema haben wir ja vor einem halben Jahr mal gemacht, und zwar ist das Suizid und Amoklauf. Deswegen machen auch Frauen wesentlich weniger Suizid. Alle Frauen, die rausfallen mit dem Brustkrebs, kommen nicht mehr bis zum Suizid. Das heißt, da verlängert sich dann... Der verlängert sich die Zerstörung, und zwar diese Zerstörung um das Lebenszentrum. Ja. Und das ist eigentlich das große Problem, wenn er hinten ansteht, kommt es zum Suizid, Amoklauf, zum Mord und zum Terror. Ich gehe mit einer Folie das genauer nochmal durch. Und auch der Triebtäter. Das heißt, der Brustkrebs ist dann quasi die... Das ist eigentlich die positive... Ja. So negativ wie das ist, weil jede Frau zieht ja die Füße weg, wenn sie die Diagnose kriegt. Das ist ja keine einfache Sache nicht. Aber tatsächlich ist das wesentlich problematischer, wenn das weitergeht. Was dann noch weitergeht. Also der Brustkrebs ist dann in dem Moment quasi der Bremsklotz der weiteren Entwicklung. Genau, so ist es. Ja. Und deswegen ist ja das so, die Frau bleibt ja wieder liegen in dem Feld, beziehungsweise auch wenn sie behandelt wird, die bringen tatsächlich das wieder rückwärts. Die Medizin macht ja das nicht so schlecht. Aber die Frau bleibt ja wieder drauf. Auch wenn die Frau geheilt ist, wird der Krebs wiederkehren, denn er baut sich ja wieder neu auf. Und es wird immer das Spiel hin und her sein. Aber hier hinten spielt keiner mehr rückwärts.
Nee, da, ist dann da ist dann Ende der Fahnenstange. Ziemlich Ende der Fahnenstange. Ja. Und deswegen ist auch das Indre nochmal reinzuholen in das Gespräch. Die Verzweiflung und der Hass gegen das Leben, das, was hinten passiert. Die Frau fällt raus mit dem Brustkrebs. Nicht immer, weil wenn das Hexagonale fällt, wenn das Herz sehr stark ist, dann geht es auch nicht bis zum Brustkrebs. Dann geht es auch das weiter, vor allem junge Frauen da. Der Lungenkrebs ist fast nicht messbar von der Länge her, weil der kann ziemlich früh erkannt werden, aber er kann auch ziemlich spät erkannt werden. Also der ist nicht messbar, oder beziehungsweise von meinen Messungen her, ich habe nie einordnen können, da ist er, beginnt der Lungenkrebs oder endet der Lungenkrebs. Das ist nicht möglich. Wir haben hier das gleiche Feld nochmal. Wir haben hier wieder den Suizidbereich. Und nur eines bremst die Jugendlichen noch raus. Und zwar die verringerte Tumorbildung, die wir eigentlich gesehen haben. Er hat Glück oder nicht Glück, wenn er noch rausfällt. Und zwar im Bereich der Leukämie. Wenn der Junge ein größeres Feld hat, dann fällt er auch hier noch raus. Bevor die letzte Stufe eintritt. Bevor die letzte Stufe kommt. Ja. Wobei die Leukämie ja keine einfache Sache ist. Das muss man ja dazu nehmen. Was hier ist, ist praktisch, wenn man nur die Familie nennt, ich kann da die Liste elend lang machen, das ist, weil ich ja viele vermessen habe. Der Suizid ist ja eins, der Amoklauf, der Mord. Alle stehen sie hinten. Und das ist alles, das hatten wir ja gesagt, das ist alles etwas, was man wirklich eindeutig nachweisen und messen kann. Ja, also die sind messbar, alle in dieser Struktur. Richtig. Also genau das ist es. Ja. Es ist jeder messbar. Ja. Und zwar auch die eigene Familie auslöschen. Wenn ich mal kurz erwähnen kann, es ist beim letzten Beitrag bei dem Suizid, haben sich ja zwei gemeldet und haben gesagt, du hast unserer Familie das Leben gerettet. Woher weiß ich das? Ich habe ja keine Verbindung mit denen. Ich will ja keine Verbindung nach draußen. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe denen das auch erklärt. Er sagt, ja, der Termin stand schon fest. Ich habe die Stimmen ja gehört. Und es ist immer wieder gekommen. Immer wieder, immer wieder. Sag ich habe von den Stimmen keine Erfahrung, weil es auch nicht möglich ist. Aber ich weiß, dass das so entsteht. Also die haben dann in der Psychiatrie, sie werden im Kopf behandelt, tatsächlich haben sie das Problem da. Ja, ja. Weil der Kopf spielt schon mit der Rolle, das ist nicht so. Hier haben wir auch noch die Triebtäter. Einer, der eine Frau vergewaltigt und sie tötet, steht auch hier hinten. Oder sich an ein Kind vergeht und das Kind tötet. Aber die pendeln. Das ist, wie wir letztes Jahr gehabt haben, der Jia Chan. Da ist eine, wenn er wieder mal eine gekillt hat, dann ist das eine so ein Wandel hin und her. Die töten sich nicht unbedingt selbst. Aber sie töten immer wieder. Und sie töten aber selbst. Das kommt immer wieder. Das kommt immer wieder. Denn keine Frau will mit einem so einem Mann was zu tun haben. Und zwar aus einem Grund, die spürt das, dass da irgendwas so eine innere Aggression da ist. Und da, deswegen haben die auch diese großen Probleme. Ist aber ein Hinweis dafür, dass es einen nachweisbaren und messbaren Grund dafür gibt. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine konkrete Ursache, wie du das tust, benennen kann, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wie wir gleich noch sehen werden, dieser Ursache aus dem Weg zu gehen. Sicher, ja. Das ist klar. Und es ist so, der, der vor dem Suizid sitzt, der versteht das sowieso besser als jeder Außenstehende. Denn der merkt ja, dass irgendwas mit ihm geschieht. Wir haben ja auch die IS, weil es momentan eben sehr stark sind, sind mit ein paar Besprechungen bereit für den Tod. Es sind unfreiwillige Terroristen. Sie stehen da schon hinten, diese Jungs, die wo sie eine melden, die haben ja dieses Problem vor dem Suizid. Jetzt wenn da noch irgendwie eine Verbindung da ist oder irgendein Hass, der noch geschürt wird, dann ist das eine Freiwilligkeit, weil ich will mich sowieso zerreißen. Das bedeutet aber, ich habe hier Menschen, also das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ich habe hier Menschen, bei denen ich vorher diese Konditionierung messen und nachweisen kann. Und wenn ich das dann missbräuchlich, dann weiß ich, okay, der ist sowieso schon in dem Bereich, dem gebe ich noch den letzten Kick. Das ist dann eine Marionette von politischen Verbrechern, die dann diese Leute losschicken und die machen dann den Job, an dem sie sowieso schon stehen, aufgrund ihrer
Konstellation. Genau so ist es. Ja. Darum siehst du auch die Bilder, wenn die abgebildet sind mit den Sprengstoffgurten und du weißt, bei einem, der wird sie nie töten, aber der animiert alle anderen. Die anderen verschwinden nach und nach. Also das ist tatsächlich so. Ja. Ich möchte ja auch nie behaupten, dass irgendjemand absichtlich ein Flugzeug nach unten fährt, aber die sind alle diese Piloten. Ich habe diese Piloten vermessen, die sind alle hinten gestanden und ich konnte die Liste auch noch länger machen. Ja. Und zwar, das war der Pilot der Malaysia Airline, der ist da gestanden, ich kann nie sagen, dass er mit Absicht was gemacht hat. Der Co-Pilot der Asia Air, dasselbe. Und der Co-Pilot der Germanwings, dasselbe. Ich kann nie sagen, dass irgendjemand Absicht dieses machen kann. Aber es sind noch einige Flugzeugabstürze, die man dranhängen kann. Man und da konntest du anhand der Fotos anhand das ausmessen? Ja, ich kann das praktisch ein Foto. Ja, ein bisschen mehr wie ein Foto. Ja. Aber ich würde dann schon sagen, was ich alles brauche. Ja. Und dann kann man das messen. Und man kann das ja vor Ort nachmessen, wenn die hergehen. Und wir sehen es ja, das ist hier noch 10 Jahre noch nachprüfbar. Also das ist kein Problem. Und das ist das von dem Suizid. Die mussten jetzt nochmal mit reinnehmen, denn ich sehe diesen Wirbel praktisch als der zurzeit größten Geisel der Menschen. Weil wir haben nicht nur den Krebs an dem Wirbel, sondern wir haben auch dieses Feld hinten dran, der aber auch nur auf dem Brustkrebs aufsitzt. Nur hier. Es macht keiner Suizid, der hier einen Krebs hat oder der einen Kopftumor hat. Der macht keinen Suizid. Außer er sieht keine Chance mehr, dann gibt es auch mal ein Ende, dass er sagt, ich will ja auch nicht mehr weiter. Aber das sind nur ganz, ganz wenige, die nehmen nicht andere mit in den Tod. Und jetzt kommen eine her, wie man ihn hinterher noch prüfen kann. Und zwar, im Wirbel verdichten sich die ionisierten Strahlen, das ist bekannt. Einfach und schnell kann das jede Person nachvollziehen. Es kann jeder nachvollziehen. Also du brauchst nicht irgendwo hergehen, du brauchst keine Schulung und gar nichts. Das Zentrum kann man mit 2 Winkelstangen prüfen. Den Wirbel, der bleibt ja im Feld stehen. Wenn der vor 10 Jahren Suizid gemacht hat, wirst du immer noch das X an der Brust finden. Jetzt, der Brustebene. Wie muss man sich denn das jetzt, da noch eine Frage vorstellen. Du sagst, der Wirbel ist auch noch viele Zeit später messbar, der bleibt stehen. Auf der anderen Seite hast du gesagt, wenn ich jetzt dort liege und aufstehe. Ja, der bleibt stehen, aber du nimmst ja nicht mit. Deine Zerstörung nimmst du mit. Alles klar. Du nimmst deinen Wirbel und deine Zerstörung mit. Ja. Und aber messbar ist er dann trotzdem. Selbstverständlich, der bleibt ja noch stehen. Der ist ja nicht weg deswegen. Und derjenige, der dann, wenn der eine gestorben ist, auf demselben Schlafplatz liegt, hat dann. Der hat denselben Krebs. Der hat dann dasselbe Problem. Sehr klar. Oder der liegt eine Etage drunter halb. Ja. Wenn die Frau, die Oma oder die Mutter einen Brustkrebs hat, die Frau unten, oder weil die Häuser meistens so sind, dass die Betten immer gleich untereinander stehen, dann hört die Tochter auch seinen Brustkrebs oder seinen Kopftumor. Ja. Ja. Das ist egal, weil er sich eigentlich durchzieht. Das ist das, warum die Eltern das nicht vererben, sondern in denselben Platz schlafen untereinander. Und das X ist praktisch so, es zieht sich ganz einfach zusammen. Wir werden es ja noch einmal kurz durchmessen. Und zwar, wenn der einen Kopftumor hat, dann ist das X hier, wenn der liegt, beim Kopf. Also er kann es am Kopf messen. Wenn er Unterleibkrebs hat, dann wird er sich da unten zusammenziehen. Wenn er sich in der Brust zusammenziehen, hast du die Vielfalt, das Suizid, Amoklauf, Mord, Triebtäter oder er ist mit dem Flugzeug runtergegangen, dann wirst du das da genauso feststellen können. Oder du hast das Kind an die Dschihad verloren. Du wirst es zu Hause noch messen können, warum. Und das ist dann auch für die Eltern eine Erleichterung, wenn ich sage, es liegt nicht an der Erziehung. Weil meistens wird das alles auf die Erziehung geschoben, sondern dass es tatsächlich diese mechanische Einwirkung ist. Wenn ich das mir ansehe, heißt das auch, dass bei 80 Zentimetern, von denen du gesprochen hast, als eine Durchmessergröße, es sein kann, dass direkt dort neben eine zweite Person liegt, völlig unbehelligt. Nicht 2 Zentimeter daneben. Ja. Der kann keine Metastase mehr stehen, aber diese 80 Zentimeter, wenn wir jetzt bei 80 Zentimeter sind, die 80 Zentimeter kann er von der Mitte komplett ausfüllen zur Metastase. Aber nicht 2 Zentimeter daneben. Da schafft das nicht. Darum ist das ist eigentlich die Ursache gewesen. Ich habe es nicht verstanden. Warum er immer diesen einen ist dann rausgestochen oder praktisch rausgepickt,
und der andere kann liegen bleiben. Immer einer, weil es immer nur einen erwischt. Jetzt kannst du mit den Winkelstangen testen, wo genau der Wirbel gelegen hat oder ja. wo er ja auch unverändert noch wirkt ja, und ja. vorhanden ist, um dann im Prinzip im Nachhinein auch zu erklären, warum in dem einen Fall, der Hirntumor, in dem anderen Fall ja. der Brustkrebs, im anderen Fall Bauchspeicheldrüsen ja, oder ja. Darmkrebs ja, oder wie auch immer stattgefunden hat, je nachdem, wo... Ja, wo das X macht, ist das Zentrum. Ich meine, das ja. kommt nicht auf 5 cm, kannst du es nicht sagen, weil es der ja da umdreht. Aber du kannst ziemlich genau sagen, wo eigentlich der beginnt und das Zentrum ist einfach ja. das Stärkste. Ja. Wenn es natürlich groß ist, das Feld groß ist, wird es immer eine Leukämie. Das ist der Unterschied eigentlich dabei. Aber sonst gibt es eigentlich keinen Unterschied und diese Wasserzerstörung ist diese Radioaktivität. Diese Wirbel sind beständig. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das so zu verstehen, dass man davon ausgehen muss, dass sie im Grunde genommen, ja, ich sag mal, auch neu entstehen können. Das heißt, wenn du jetzt heute hier diesen Raum vermisst, feststellst, es ist gar nichts, ja. ist das keine Garantie das dafür. Eine Stunde später da ist oder ja, Tag also später das, oder Woche später. Wie auch immer. Also das ist die Dinge auch neu entstehen können. Also die werden immer mehr. Die potenzielle Belastung nimmt zu. Die nimmt zu, ja. Die Anzahl nimmt zu. Und die Anzahl nimmt auch in den anderen Ländern zu. Früher hat es ja mehr, wenn ich noch in das ganze Ding aufgenommen habe, weil ich das ab dem Tschernobyl habe ich das ja gemacht, war es ja so, dass mehr die Industrieländer diese Probleme hatten. Mhm. Und damit auch mehr von den Industrieländern, auch in den momentan, weil es halt der Dschihad ist, Selbstmörder darunter gegangen sind. Mittlerweile sind diese Wirbel ja auf der ganzen Welt gleichmäßig verteilt. Wenn wir hier gegen den Krebs nichts machen, dann rotten wir uns sowieso aus. So ist es, weil das da unten das Umfeld dann extremer wird. Gibt es eine Erklärung, warum die entstehen und warum sie jetzt so exponentiell auch zunehmen? Das habe ich nicht. Also ich ja. kann es nicht nachvollziehen, wo sie herkommen. Ich meine, ich kann vermuten, manche Messungen passen wieder zusammen, aber da würde ich eine Aussage machen, die ich nicht beweisen kann. Und sowas wäre ja. auch nicht richtig. Aber in diesem Fall. Fakt ist, sie nehmen zu. Sie nehmen zu. Und ja. es werden immer mehr. Man sieht es ja in den Erkrankungen. Ja, ja. Klar. Das ist nicht bloß der Krebs. Uns macht das die hintere ja, Spalte. Ja. Obwohl diese hintere Spalte nur betroffen ist, wenn er hier betroffen ist. Wenn wir uns das anschauen, je länger der Wirbel das Körperwasser, das Lebenszentrum Herz zerstört, umso mehr schwindet der Wert des Lebens. Weil er hat sein eigenes nicht mehr wertvoll und damit ein anderes zu vernichten, auch ein Problem. Ja, ja. Und so kann man es an der Person prüfen. Und zwar prüfen der angesammelten Belastung im Feld einer liegenden Person außerhalb des Wirbels. Das heißt, wenn Sie eine belastete Person haben, dass sie Brustkrebs die Diagnose gekriegt hat und sie legt sie aufs Sofa hin, auf ein Sofa, wo eine nichts ist, wird der Wirbel da sein. Und zwar, wenn sie die Diagnose gekriegt hat, Brustkrebs, dann kannst du das in den oberen Stock auch noch messen. Das heißt, wenn sie die auf dem ersten Stock oder Etage hinlegt, durch die Betondecke durch, ist am zweiten Stock. Siehst du es genauso? Ja, genau. Ja. Ist noch prüfbar. Wir reden bei den Winkelstangen prüfen. Also messen ist was anderes. Ja. Also was ich mache, ist messen, aber das ist prüfen. Der Lungenkrebs ist nicht zuordnenbar an der Länge. Der kann weit herunten sein, kann aber auch ganz am Endstadium sein. Das Endstadium ist eigentlich der Suizid, ja. der Amoklauf, wenn es halt da ansteht. Das heißt, die Person nimmt das mit? Ja, ist klar. Und hat denn, wenn du das mit dir rumträgst und du kommst in Kontakt, kann das Auswirkungen haben auch auf Eine andere Person. Auf eine andere Person? Ja, das hat Auswirkungen. Mit dem Magen nicht so, also schlechte Energie oder irgendwas, ja. man kann es nicht orten. Ja. Wissen Sie, das ist irgendwie ja. eine Unordnung und die geht wesentlich weiter, diese Unordnung. Also wir wollen da nicht unbedingt rein, okay. weil
Ist klar, es ist ein zerstörendes Teil. Die Frau merkt es, ich habe ja das eigentlich in der Länge schon beschrieben, und zwar, die merkt es, dass sie mit so einem Mann nichts zu tun haben will. Mhm. Die spürt das wesentlich schneller. Und umgekehrt ist es genauso bei jedem anderen. Eins möchte ich den Zuschauern noch sagen. Achtet auf eure Kinder. Und zwar, wenn die Kinder schwer erziehbar werden, wenn sie die Schule abbrechen wollen, wenn sie nicht mehr hingehen wollen, wenn sie extrem praktisch nicht mehr kontrollierbar sind, oder kontrollieren brauchen wir sie auch nicht, also sich nicht mehr fügen, dann haben sie zu sehr großen Wahrscheinlichkeit diesen Wirbel. Und zwar, wenn du dir erinnern kannst, es gibt so eine Sendung, Die strengsten Eltern der Welt. Mhm. Das ist beim Sat.1, glaube ich, läuft dieses Ding. Ich will es nicht ausschließen. Ja, nein, es ist, Ich meine, das ist auch, ob das jetzt positiv oder negativ wird, spielt ja keine Rolle. Ja, ja. Aber bei den Vermessungen, kommen wir hier auf den digitalen Zugriff. Und ich habe mir dann irgendwann mal die rausgezogen. Und immer wieder haben die Kinder das Problem. Wenn der zum Beispiel 14 Tage weg ist, merkst du, dass sich der vom Feld, dass sich der Mensch ändert, dass die wieder in positive Richtung rein wollen. Und es ist zwar, wenn man sagt, das Umfeld, die strengsten Eltern der Welt, weil die da erzogen werden. Was glauben Sie, wenn der daheim bleibt, ob der da den folgen würde? Das brauchst du nicht glauben. Ja. Denn der wird ihm den Scheitel ziehen, das ganze Gift drauf nehmen. Da ist nichts biegbar. Dann? Das heißt aber, dass wir auch hier ja einen ganz anderen Ausweg und Lösungsweg haben, als solche jetzt in Erziehungsanstalten und medikamentös zuzuballern. Ja. Ich muss mir die Ursache suchen. Was wir machen, ist ja nur die Ursache aufdecken. Wir machen da keine Heilung und gar nichts. Schlimmer wird es natürlich, wenn er schon in den oberen Bereich reinkommt. Dann ist er nicht mehr zu holen. Dann kann es da passieren, dass du die Nachricht von der Polizei kriegst, dass er von der Brücke gesprungen ist oder die schwarze Fahne und das letzte Bild noch schickt. Dann ist eigentlich der Junge nicht mehr zu holen. Ja. Aber du kannst ihn immer noch in seinem Bett messen, wo es hergekommen ist. Jetzt sind wir natürlich in einer Situation, bei der man sich, du hast es da schon darauf hingewiesen, wenn die plötzlich ab von dem Wirbel in einer ganz anderen Umgebung sind. Ja, die Regeneration geht beim jungen Menschen sogar schnell. Ja. Das würde funktionieren. Und die hat er dann wieder liebenswert. So könntest du es ja halb erschlagen. Ja, es ist tatsächlich so, wenn du das siehst. Ich kann nur eines sagen, Übung macht den Meister. Und zwar, es ist diese Winkelstangen, kaufen Sie sich Winkelstangen, oder machen Sie es selber. Ich habe zwei Muster dabei, so wie ich es vorschlagen würde. Und zwar, das ist ein ganz normaler Schweißdraht. Darf ich den geben? Also, ganz normaler Schweißdraht. Der ist 1 Meter lang, 3 Millimeter Durchmesser und der gehört einfach bloß abgeknickt. Und damit habe ich ja schon was. Und zwar, ich habe dann praktisch 30 cm abgeknickt, dann habe ich so einen Winkel. Und der ist eigentlich optimal. Er kostet nicht viel. Er kostet 1 Euro oder 2 Euro. Und lernen muss da nichts. Nee, das Einzige, was man aufpassen muss ist oder begreifen muss, ist, ich lasse ihn ein bisschen weiter heroben. Weißt du, so nehme ich das an. Und in dem Moment, wo ich auf den Wirbel komme, macht das Ding ein X im Zentrum. Wenn ich wieder rausgehe, muss es aufmachen. Und ich muss es natürlich üben. Wenn ich das nicht übe, nützt das gar nichts. Und so kann ich dem Krebs aus dem Weg gehen, denn er kommt von der Drehbewegung. Wenn ich das im Monat einmal mache, dann lege ich mir den Krebs nicht zu, weil ich die mechanische Störung nicht aufnehme. Das heißt, in dem Moment, wo ich das messe, so wie du es gerade beschrieben hast, und ich dann mit meinem Schlafplatz oder Arbeitsplatz die Konsequenz daraus ziehe, dann ist das etwas, was... Ja, weil das Zellwasser nicht kaputt geht. Ja. Weil die Radioaktivität, die punktet natürlich nicht. Weil es sitzt ja keiner in einem Kernkraftwerk rein, das hochgegangen ist. Da sitzt das ja auch nicht rein. Also da hat er ja nichts anderes, aber in einer kleinen Form. Und zwar unbelastete Bereiche, von unterscheiden lernen, prüfen, üben, üben, üben. Ich kann nur sagen, üben Sie es. Denn das ist das Einzige, was
einen jeden rausholen kann. Ja, üben und die Konsequenz ziehen. Ist ja klar. Also wenn das Bett da stehen lässt, wo es die ganze Zeit war, dann kannst du zugucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Ne? Eins möchte ich noch dazu sagen. Wenn ich den Wirbel messe und es verkauft mir jemand eine Abschirmung und ich kann das noch messen, dann schmeiße ich ihm die Abschirmung nach, weil die nicht funktioniert. Jetzt darf diese Drehbewegung nicht mehr machen. Und der Wirbel ist so stark, dass er dir die Dinge aus der Hand dreht. Ja. Also das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, in der Tat dem Krebs aus dem Weg gehen oder hier aus dem Weg liegen, wenn es um den Schlafplatz geht, ist an sich eine einfache und simpel nachzuvollziehende Konsequenz. Und ich bin damit der Belastung aus dem Weg gegangen. Keine Garantie für immer. Man muss mit einer gewissen Regelmäßigkeit nachgucken. Genau, es ist die momentane Lösung, die ich den Leuten anbieten kann, die sie selber nachvollziehen können oder die sie selber machen können. Er liegt in der Eigenverantwortung. Kein Staat kann kommen oder irgendwo da mithelfen. Also die Verantwortung liegt bei ihm selbst. Ja. Aber er kann alles nachprüfen, wenn er zum Beispiel einen an Krebs verloren hat, einen Bekannten oder irgendwas, er wird immer diesen Wirbel finden, damit er nicht nochmal wieder einen reinlegt, der dasselbe hat. Das wäre es eigentlich von dem gesamten wissenschaftlichen Zusammenführungen. Wenn du jetzt, letzte Situation, wenn du jetzt das weißt und das Schlafzimmer dann entsprechend, das Bett irgendwie entsprechend umstellst, dann ist ja immer noch jetzt dann 3 Meter daneben ein existierender Wirbel. Der hat aber in dem Moment, wo ich dem nicht wenn du nicht belastet, kannst du 2 Zentimeter daneben liegen. Ja, ist wurscht. Das ist egal, das ist bei dem Wirbel egal. Er verschraubt sich ja nur da drauf. Es ist ja wie wenn du ein Handtuch, das mache ich nass und ich winde das aus, so muss ich mir das vorstellen. Ja. Dann ist es nur dieser Strick. Ja. Und das ist dann auch nur die Situation und genau die Location, die problematisch ist. Ja. Und direkt daneben ist es unproblematisch. Ja. So ist es tatsächlich und das kann jeder nachvollziehen. Ja. Das ist mir eine gegangen. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Okay. Eine völlig andere Herangehensweise, aber das, was du ja dann auch so ganz nüchtern mit deiner beruflichen Herkunft auch geschuldet, dann seriös und naturwissenschaftlich, technisch gemessen hast und hast überprüfen lassen, spricht für sich. Ja. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.badox-jungbrunnen.com ein mit natürlich Kontaktmöglichkeit, mit der Möglichkeit, weitere Informationen zu bekommen über ein in der Tat, besonderes und eine wissenschaftliche Vorgehensweise, die völlig neue Überlegungen und Dimensionen eröffnet, nicht nur im Bereich Gesundheit und Heilen, nicht nur im Bereich Krebs, sondern eben auch noch deutlich darüber hinausgehend. Gerade das, was Josef ganz zum Schluss nochmal gesagt hat, auf die Kinder zu achten und da ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, wenn dann plötzlich die Meldungen aus der Schule kommen, dass da irgendwelche Auffälligkeiten und irgendwelche Aggressionen und Blockaden entstehen, dann ist das etwas, wo es sich wirklich lohnt hinzusehen oder eben auch einfach mal hinzumessen und zu gucken, was da vielleicht die Ursache sein könnte und eine Ursache, der man dann wirklich im wörtlichen Sinn des Wortes auch aus dem Weg gehen kann. In diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.